Herzlich willkommen im Spezialdepot. Heute geht es um Knicklichter bzw. um Knicklichtersatz. Ihr kennt ja die Knicklichter bzw. Leuchtstäbe. Die knickt man, dann beginnen die zu leuchten, weil sich zwei chemische Flüssigkeiten miteinander verbinden. Und ja, wenn die aufhören zu leuchten, je nach Außentemperatur mehr oder weniger lang. Die gibt es High Density, die gibt es normal. Da schaut ihr euch am besten meinen eigenen Film dazu an, den ich zu Leuchtstäbe gemacht habe. Und diesmal geht es darum, durch welches Gear, durch welche Lampen man Knicklichter effektiv ersetzen könnte, damit man die eben nicht dann entsorgen muss, nur wenn man mal abends ein Licht haben wollte, sondern damit man sie ein- und ausschalten kann. Um das geht's hier heute. Bis später. So sieht ein Knicklicht aus, das schon mal aktiviert wurde. Das wurde nämlich schon mal so geknickt und dann verbinden sich die Flüssigkeiten und das, was dann hier noch rumschwimmt, das sind Reste. Und wenn ihr jetzt wissen wollt, ob euer Knicklicht noch funktionsfähig ist, dann dreht es einfach so auf und ab. Und hier seht ihr das U-Boot. Hier ist es, das U-Boot. Zup. Und wenn dieses U-Boot noch drin ist, dann ist euer Knicklicht noch funktionsfähig. Ganz einfacher Trick, wie man das feststellen kann. Den ersten Knicklichtersatz, den ich euch vorstellen möchte, ist dieser hier, das Night Eyes. Das wird einfach durch Drehen aktiviert. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. So sieht es dann aus, wenn das aktiviert wird. Ich würde sagen, das ist ein bisschen heller sogar noch als High Density Knicklichter. Und ja, der Vorteil ist klar, ihr könnt es erstens anmachen. Wenn ihr es nicht mehr braucht, könnt ihr es wieder ausmachen. Ihr könnt das sogar, da sind so kleine Knopfzellen drin, da könnt ihr sogar die Batterien tauschen. Und ja, da oben ist so ein kleines Karabinerchen dran. Durch die ist die Firma bekannt geworden. Durch diese S-Beiner und so weiter. Und ja, da könnt ihr das dann multifunktionsmäßig irgendwo hinhängen. Das Coole ist auch an dem Teil, es ist schwimmfähig. Das heißt, ich werde es nachher mal ins Wasser gleiten lassen, recht dezent. Und es soll bis zu 1 Meter wasserdicht sein. Und 60 Stunden lang soll es mit den frischen Batterien leuchten können maximal. Ja, das Ganze schauen wir uns mal näher an. Knicklichtersatz Nummer 1. Und das gute Stück, das versenke ich jetzt gleich mal für euch. Versenken wird schwierig, weil das Teil nämlich schwimmt. Das ist ganz cool fürs Kanufahren, Paddeln und so weiter. Dann habt ihr wenigstens außerhalb vom Wildwasser noch eine Chance, das zu ergattern, wenn euch das ins Wasser fällt. Ja, also das ist absolut wasserdicht, gar kein Problem. Test bestanden. Hier haben wir das Flair. Das Flair hat zwei Leuchtmodi. Wir haben einmal an und blinken. Ja, das Coole an dem ist, dass das flächig leuchtet. Ich mache mal wieder konstant an. Das leuchtet flächig. Und ja, ist daher für Signalgebung und so weiter auch okay. Allerdings, was mir aufgefallen ist, wenn ihr jetzt ganz ruhig irgendwo sitzt, das hat einen leicht hochfrequenten Ton. So wie man das von den russischen Nachtsichtgeräten, von den Restlichtverstärkern, kennt vielleicht,
hat es so einen hochfrequenten Ton. Ich halte es mal ans Mikro. Hört ihr das? Ja, also das ist ein kleiner Nachteil davon. Das kann, wenn man das lang neben sich liegen hat und möchte einschlafen, ja, ist das, ja, man hört's. Also ich finde, man hört's. Ich weiß jetzt nicht, ob das hier ein Montagsmodell ist, aber es sieht mir so aus, als wäre das hier flächig, ein flächiges Leuchtelement und keine LED. Und da könnte ich mir vorstellen, dass man da ein bisschen mehr Spannung braucht und dass der Konverter, der Spannungskonverter da drin in der Elektronik, dass der wahrscheinlich dieses hochfrequente Summen erzeugt. Gut, wenn ihr das irgendwo hinhängt zum Beispiel, kann euch das vollkommen egal sein. Wenn ihr das nur braucht, um irgendwas zu markieren, kein Thema. Und ja, soweit ist es auch cool. Das Ding ist auch wasserdicht und das probieren wir doch gleich mal aus. Das Flair, ich versenke es mal für euch. Schauen wir mal, ob ihr das sehen könnt. Ja, sieht man. Sieht man. Und plotsch. Jawohl, es liegt am Grund. Ich habe es nicht nachgemessen, ist auch unerheblich. 2 Meter vielleicht. Und es leuchtet noch. Machen wir mal aus. Und wieder an. Genau. Also, ihr seht, es funktioniert noch. Es gibt noch mehr Knicklicht-Alternativen, nämlich zum Beispiel das Glowtube. Das Glowtube wiegt 34 Gramm circa und ja, wasserdicht ist das bis 60 Meter. Das kleine Teil hier ist auch noch geeignet für einen Schlüsselbund zum Beispiel und leuchtet zwischen 4 und 15 Stunden je nach Leuchtmodus. Ja, das Teil hat nämlich verschiedene Leuchtmodi. Einmal an. Mit 100%, das ist eigentlich so eine schöne Zeltbeleuchtung, wenn man noch was lesen will, eine Karte oder so, kann man das nah hinhalten, kann da noch wunderbar lesen damit. Dann die Kappe unten einmal drehen, dann haben wir 25% an, dann die Kappe nochmal ausmachen, nochmal an und dann sind wir im nächsten Leuchtmodus, der schnelle Blitzer. Ja, ich zeige euch mal, wie man das hier dreht. Hier haben wir eine Kappe und die muss man jedes Mal einmal drehen und wieder vor und dann ist man im nächsten Leuchtmodus. So, die Kappe kann man auch ganz abschrauben und dann haben wir hier eine AAA-Batterie drin. Mit dem Pluspol kommt die nach vorne, oben wieder festschrauben und das war's. Ja, und das ist doch ein cooles Teil. 60 Meter wasserdicht, was will man mehr? Schwimmfähig ist es nicht, das wiegt 34 Gramm, aber ich lasse es gleich mal abtauchen, das schauen wir uns genauer an. Das kleine Glowtube wird gleich mal versenkt für euch. Ja, es ist versunken. So. Und da ist es. Ja, also war mir jetzt irgendwie klar, bei der Wasserdichtigkeit, die das Teil hat, sind die 2 Meter oder was der Seetiefe hat, ein schlechter Witz. Und kein Problem, ist mehr als normal wasserdicht. Wir sind noch nicht fertig mit Knicklicht-Alternativen. Es gibt noch ein größeres Glowtube, nämlich das, ich nenne es mal umgangssprachlich dicke Ding. Und zwar funktioniert es mit CR123A-Batterien.
Der Klopper sieht so aus, ja, ist nochmal ein deutliches Stück größer als das AAA Glowtube. Und ihr habt bei diesem Teil hier jetzt verschiedene Leuchtmodi. Das Interessante ist, das wird geliefert mit einer Tastkappe. Da habt ihr statt dem Schlüsselbundring habt ihr dann einen Druckschalter, mit dem ihr dann durch die Leuchtmodi gehen könnt. Und ich habe jetzt hier die extrem wasserdicht Variante. Es ist beides im Lieferumfang mit dabei. Und da könnt ihr dann hier oben, könnt ihr dann jeweils drehen und dann seid ihr im Leuchtmodus. Das Teil programmiert sich je nachdem, was ihr da einstellt. Ihr habt 11 fixe Leuchtmodi zur Verfügung. Und der letzte Leuchtmodus, den ihr aktiviert hattet, den ihr euch ausgesucht habt, der wird dann wieder eingestellt, wenn ihr das neu in Betrieb nehmt. Funktioniert folgendermaßen. Ihr schaltet das Teil einfach mal aus. Dann schaltet ihr das an und zählt 5 Sekunden. Ich mache mal ein bisschen mehr. So. Und jetzt könnt ihr ausschalten und gleich wieder an. Jetzt seid ihr im Leuchtmoduswechsel. Ihr seht schon, das blinkt jetzt ganz unterschiedlich. Da haben wir SOS mit dabei und alles Mögliche. Konstant an mit 100%, damit 25% meine ich sind's und so weiter. Und da könnt ihr jetzt hier durch navigieren. Ich finde jetzt den hier cool. Und dann lasse ich den jetzt einfach mal an und den muss man wieder ein paar Sekunden aktiviert lassen. Und wenn ich es dann ausschalte und ich brauche dann das Teil und schalte es an, dann seid ihr automatisch wieder in diesem Leuchtmodus drin. Genau, und das ist jetzt hier der schnelle Blitzer. Hier seht ihr jetzt die Kappe, die mitgeliefert wird mit dem Druckknopf. Und da könnt ihr jetzt hier die Schutzkappe aufschrauben und dann habt ihr das auch wieder regenfest verstaut. Ja. Und das ist jetzt die Kappe, mit der das Teil richtig wasserdicht wird. Das große Glowtube funktioniert mit der CR123A Batterie und leuchtet je nach Leuchtmodus zwischen 24 und 100 Stunden. Und das ist schon mal eine Ansage. Es ist nicht schwer, es ist nicht sehr groß. An Schlüsselbund würde ich es mir jetzt nicht mehr hängen. Aber für einen Rucksack und so weiter ist das eine richtig coole Nummer. Macht schön hell, da könnt ihr noch lesen damit. Und ja, bis zu 100 Stunden Leuchtdauer ist schon eine gute Ansage, finde ich. Wasserdicht ist das Teil im Übrigen auch. Und zwar mit der Variante mit dem Schlüsselring hier. Mit dieser Kappe ist es bis zu, ratet mal, 3.500 Meter wasserdicht, sagen die von Glowtube. Ich glaube ihnen das. 3.500 Meter, das ist eine Ansage. Ich werde es jetzt nicht ausprobieren können, die ganze Tiefe hier zu testen, aber ich lasse es nachher mal für euch in den Teich purzeln und dann schauen wir mal, ob das normal tauchdicht ist. Glowtube sagt ja bei dem Glowtube, bei dem großen mit dem Taster, den man optional montieren kann, dass das Teil splashproof ist. Und das würde ich übersetzen mit regendicht. Aber auf keinen Fall würde ich das mit tauchdicht übersetzen. Aber ich probiere mal aus, wenn das jetzt trotzdem Splash macht mit der Kappe und ein bisschen abtaucht, was da Sachlage ist. Weil, ja, wenn irgendwas zu Bruch geht, dann bei uns, bei unseren Filmen. Und ja, kein Thema, probieren wir aus. Splash! Ui, da passiert ja gar nichts. Das leuchtet immer noch. Wer hätte das gedacht? Also, kein Problem.
Wenn es Splash macht, funktioniert es trotzdem noch. Geil. Also, absolut kein Problem. Es ist Splash-proof mindestens. Ich würde sogar das Ding als, ja, ein bisschen mehr als regendicht bezeichnen. Aber wie gesagt, es kann funktionieren, es muss nicht funktionieren. In dem Fall würde ich sagen, es funktioniert, aber man muss es ja nicht drauf ankommen lassen. Es geht weiter mit dem Nachttest. Ich habe jetzt hier ein Standard-Knicklicht. Das ist jetzt nicht High Density oder so, sondern ein ganz normales Standard-Marken-Knicklicht. Und ihr seht, ich habe hier unser Map-Antenna in Schlammtang. Das heißt, die Karte ist normalerweise braun. Und ihr seht, dass man da sehr schön lesen kann damit. Auch wenn das Knicklicht jetzt in weiß wäre, wäre das nochmal deutlich besser. Aber das ist so die typische Knicklichtfunktion, die typische Knicklichtleuchtstärke. Wir kommen zum Flair. Das Flair hat verschiedene Leuchtmodi. Einmal dieses Blinken und das etwas langsamere Blinken. Und natürlich Dauerlicht. Ja, und jetzt seht ihr schon, also man kann da wunderbar lesen damit. Es ist deutlich heller als ein Leuchtstab. Ich würde sogar noch sagen, deutlich heller als ein High-Density-Leuchtstab. Und es macht ein schönes, einheitliches Licht. Jawohl. Es werde Licht. Schaut euch das mal an. Das ist der volle Wahnsinn. Also das ist mal richtig hell. Das kann man schon als Taschenlampe bezeichnen. Man kann da ohne Problem lesen, gar kein Thema, und hat auch hier ein schönes, breites, einheitliches Licht. Und wenn man so nach unten hält, dann hat man den Lichtstrahl eher konzentriert. Ja, aber läuft schon als Taschenlampe das Teil. Klasse! Es geht weiter mit dem kleinen Glowtube. Und das ist ja in weiß. Weiß ist meistens heller als die anderen Farben. Und jetzt schalte ich es mal an. Und da seht ihr jetzt, was da Sachlage ist. Also das ist mal richtig hell. Das ist das kleine Teil mit den Dreifach-A-Batterien drin. Das ist jetzt die kleine Dimmstufe. Die ist jetzt in anderen Farben auch so als Zeltlicht geeignet. Das ist die Blitzerfunktion und das ist hell. Ja, und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wenn das hier irgendwo im Zelt hängt, also da braucht ihr weiter keine Taschenlampe griffbereit. Lesen natürlich gar kein Problem. Also ja, das macht mal richtig Licht. Wer hätte das gedacht von diesem kleinen Teil? Lässig. Der letzte Kandidat ist unser Glowtube, und zwar das Digi-Ding. Jawohl. Das ist jetzt die 100% Leuchtstufe in Rot. Und ja, also da Karte lesen, gar kein Problem. Ist auch super als Zeltlaterne. Und ja, hat einen besseren Erkennungswert auf die Entfernung als das kleine Glowtube, weil einfach die Fläche mit den LEDs größer ist und auch der Reflexionskörper ist dementsprechend größer. Es leuchtet auch viel länger, aber finde ich jetzt so gefühlt nicht heller als das kleine Glowtube. Nicht schlecht. Gut, das ist jetzt rot. Wenn es in weiß wäre, wäre es natürlich auch wieder deutlich heller. Und ja, nicht schlecht. Jetzt
schalte ich mal schnell in einen anderen Leuchtmodus, dass ich da vielleicht die 25% erwische. Jetzt. Das sind die 25%. Und jetzt haben wir hier die Blinkmodi. Jawohl, soweit zu unserem Nachttest. Soweit, so gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns in alter Frische im Spezialdepot. Bis bald.